Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag bei My Time in Portia. Wir wachen einfach mal auf und verlassen das Haus. Genau, heute müssen wir mit ziemlich vielen Leuten reden, unter anderem Petra. Und ja, wir müssen eine Aufzugsteuerung. Ach ja, ich wollte heute ins Dungeon gehen. Ich werde sowas von verrecken. Yay! Vorfreude auf den Tag. Was machen wir heute? Eine Runde sterben. Yay! Ja, steht jemand vor unserer Tür? Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Und steht jemand vor unserer Tür? Vielleicht Arlo oder Remington oder Sam oder Gale. Nein, Gale ist zu dick, um sich vor unserer Tür zu bewegen. Oder es steht da? Niemand. Ja, cool. Heute ist auch ein sehr bewölktes Wetter, wie man. Okay, es ist Gewitter. Ey, hat irgendwie unser Ding kaputt gemacht? Kleiner Quellgeist verschwindet aus seinem. Alter! Was soll denn das? Irgendwer hat unsere Box kaputt gemacht und es gewittert. Das ist kein gutes Zeichen. Aber es sieht aus, als wenn jetzt wieder eine Szene kommen würde. Pinky! Miau. Pinky, was ist los? Hey, da oben fliegt irgendwas. Miau. Ah, wir müssen scheinbar nach da hinten. Wir sollten Pinky folgen. Als erstes mal reparieren wir die Scheiße. Ja. Zwei Holzbretter. Ja. Räumen wir mal als erstes das da auf. Wir müssen heute noch zu Sophie, weil wir für die einen Wassertank gebaut haben. Und den müssen wir natürlich gleich geben. Aber als erstes mal tanken wir hier unseren ganzen Scheiß auf, dass unsere Produktion schön vorangeht. Brausebahn, hier brauchen wir ein paar. Auf. Ja, noch ein paar Brausebahnen. Wir sind jetzt schon Level 24. Das sollte jetzt nicht unbedingt das Schlechteste sein. Ja. Holzbretter wollte ich suchen, genau. Holzbretter. Ich hoffe, wir haben noch zwei Holzbretter, waren es, glaube ich. Ja. Hartholzdielen. Nein, hier ist auch nichts. Bin ich jetzt? Da sind Holzbretter. Perfekt. Dieses Gewitter macht mir Angst. Todi, er hat einen Schirm. Warum haben wir keinen Schirm? Ja. Aber jetzt erstmal auf zu Sophie. Das vorne am Feld wird Emily sein. Mit der könnten wir auch mal ein bisschen labern. Ach, cool, die hat auch. Warum setzen sich die den Schirm direkt am Kopf? Aber erstmal, hallo Emily. Oh. Die hat sich erinnert, dass wir ihr den Eimer zurückgebracht haben. Cool. Wir machen echt viel für Sophie im Moment. So, auf zu Sophie. Hallo. Das ist mal ein schöner Wassertank. Du bist sehr geschickt. Hier hast du die Kürbistorte. Hallo. Oh, sie hat vergessen, dass wir den Wassereimer geholt haben. Okay. Den Kürbistorte schenkt mir gleich an Emily weiter, weil die darauf voll steht. Und wir endlich mal ein paar Freunde hier brauchen. Nicht Leute, die unsere Sachen zerstören. Beschenken. Hier hast du eine Kürbistorte. Ja. Okay. Ich hoffe, sie ist jetzt glücklich. Und wir ganz schön unsere Freundin. Aber jetzt erstmal auf in die Stadt. Huch, es hat geblitzt. Auf zu Petra und gleich noch einen Auftrag annehmen, würde ich mal sagen.
Ich bin sehr gespannt, wer uns dann dauernd droht. Okay, ja, wir brauchen scheinbar besseres Wasser hier. Die Blumen verwelken, alles Mögliche. Aber jetzt erstmal hier ab in die Handelsgilde und einen neuen Auftrag annehmen. Was anderes bleibt uns ja auch kaum über. Hallo Antoine. Hey. Hey. Okay, dann bekommst du auch schon wieder eine gelbe Fliege. Ihr könnt jetzt auch langsam mal aufstellen, wie viel wir für den andauernd hergeben und so. So, schauen wir es erstmal C-Rang. 7 Eisenbahnen, das wäre machbar. 450 und 26 Merlin. Ja, das ist nicht so, aber das hätten wir halt da. Aber Eisen könnten wir eigentlich schon fast machen. Was ist das? Das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Also entweder wir nehmen May oder wir nehmen Merlin. Das bringt mehr. Ja. Dann sollten wir gleich mal unsere Eisenbahn abholen. Auf zu unserem Lager. Ah, Gewitter sind doch selten gute Zeichen. Nur mal so. Wir brauchen jetzt echt mal so ein paar Freunde hier irgendwie. Ich habe das Gefühl, so alle arbeiten irgendwie gegen uns, wollen aber irgendeinen Scheiß. Und da, was sind das hier für Regenanfälle? So. Als erstes die Carbonstahlbahn nachladen. Weil davon brauchen wir viele. Wir machen noch 15 Eisenbahnen, das passt ja dann. So, hier schön, das laden wir halt nur nach. Das ist eine Inus 17 Fertigung, was 2 Tage dauert. In der Zeit wird schön Holzkohle produziert. Ja, ich wollte zu meiner Truhe. Öffnen. Und Eisenbahn. Da waren die Eisenbahnen, glaube ich, oder? Nee, das sind Carbonstahlbahnen. Ah, da habe ich ja gleich noch welche. Perfekt. Und Holz habe ich auch noch. Ah, hier sind die Eisenbahnen. Perfekt. Kriegt ihr das Holz. Und dann hätte ich noch ein paar Brausebahnen. Ich weiß nicht, ob wir da noch welche auf Lager haben. Tun wir einfach mal da rein. Okay. Tun wir die mal nach da. Perfekt. So. Ein Bronzerohr brauchen wir hier noch. Fertigen, 1, ja. Und auftanken, dass du nicht auf einmal ausgehst. Das wäre nämlich scheiße. Okay, und dann ab ins Forschungszentrum. Okay, das Gewitter ist halt echt irgendwie ein bisschen creepy. Hatte ich so einen guten Plan, was ich heute mache und dann zerstört irgendjemand unsere Rohstoffe-Box, wo noch nie irgendjemand was reingelegt hat. Hey, da ist Dr. XU. Der sammelt bestimmt gleich diese Kräuter da ein. Ja, ich wusste es. Hey. Do you have a stomach ache? Nein, ich habe keinen Bauchweh. Gerade mal nicht. Stell dir das vor. Laber jemanden anders zu. Du hättest mich fast getroffen. Heul leise, ganz ehrlich. Ah, hallo Ginger. Hallo. Ja, ich werde mich drum kümmern. Goodbye. Hallo Gast. Spend your time on tasks that you actually... Ja, also ich verbringe meine Zeit dauerhaft mit Dingen, die ich wirklich tun muss. Mit Adit haben wir heute schon geredet. Der nutzt ja das Wasser aus einem Ententeich. Aber der Ententeich ist halt auch nicht so geil, weil ich meine, die Enten, die kacken da doch bestimmt auch ein bisschen rein und so. Hm. Also erstmal Merlin Freundschaft abholen. Jetzt könnt ihr weiter. Ich hoffe... Oh, wir haben eine Blumenschaufel erhalten. Ich weiß zwar nicht, wer die mag, aber das finden wir schon noch heraus. Ich bin mir sicher, das findet irgendjemand endgeil. Petra, hallo. Bleiben stehen. Ja, ich hab 6. Ja, ich hab kleine Motoren. Ja. Gut, das können wir dann erstmal morgen machen. Okay. Datendisk sammeln, gut. Was sind jetzt unsere Aufträge überhaupt? Was müssen wir jetzt machen?
Ja, Bernsteininsel gehen müssen wir das nächste machen. Okay, irgendwie sollten wir das alles. Hey, da kriegen wir Freundschaft mit. 3500, dann sind wir reich. Soziales, ja, das nächste, die Ginger. Die ist kurz davor aufzusteigen. Okay, wir sehen uns einfach nächste Folge wieder bei My Time Report. Ja, bis dahin. Tschüss.